Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Es geht weiter am Treser Audi. Was wir bisher alles gemacht haben, habt ihr bereits gesehen, da waren wir beim Zerlegen. Heute ist der große Tag, wo unser Motorenguru zu uns kommt und uns mal ordentlich einen durchhobelt. Weißt du, was ich meine? Gleichzeitig gucken wir uns den Zylinderkopf an, der steht ja da hinten, dass wir den mal einmal durchplanen müssen. Julian und Jan haben alles vorbereitet, kommt mit. Wir gucken mal einmal rein. Lampe hängt, Motorblock ab. Die Dichtung liegt probehalber drauf, da will ich gleich mit dem Björn drauf eingehen, weil wir haben ja im letzten Video auch gesagt, wir wollen ein bisschen Tuning oder ein bisschen Haltbarkeit in den Motor bekommen. Guck mal, wer da kommt. Wollten gerade die Kamera ausmachen, schon geht's weiter. Björni, wir haben dir Platz gemacht. Ja, die Klobürsten. Die Klobürsten, diese Kiste sieht schon schlimm aus, ne? Komm schnell ab, bevor du so lange festhalten musst, du hast ja nicht so viel im Arm. Jetzt guck dir mal meine Arme und deine Arme an. Das ist definitiv dünner als das. Ich habe hier nur einen Muskel, der ausgeprägt ist. Okay, gut. Den? Ja. Ja, aber mach mal so. Hä? Sieht man da überhaupt irgendwas? Ja. Oh, was ist das denn? Das ist aber da ist so ein bisschen, da sieht man mehr als bei dir. Oh, ist zwar kleiner. Wir haben das ja letztes Mal. Ach so. Kannst du dich überhaupt noch dran erinnern? Ja, natürlich. Ganz von vorne anfangen. Audi, 5-Zylinder, 10-Ventiler Turbo. Hier hatten wir die Zylinderkopfdichtung, die ausgearbeitet haben. Wir hatten ein bisschen Wasser im Brennraum. Ja. Das möchte ich gerne einmal von dir durchgefudelt haben. Das haben wir einfach alle mitgenommen. Diese hier ist ein bisschen zu lose. Die ist zu dick. Die sieht gut aus. Das ging ja schnell. Du? Ja. Ich hätte gerne mal dein Supergerät. Kurz. Könnt ihr auch mal mein Lieblingswinkel hier Schleifmoped? Das liegt auch im Schrank oben drauf. Du siehst ja hier ist ja das Schwarze. Das heißt, meine Bürste nimmt, ist nicht aggressiv genug, um das oben wegzumachen. Jetzt könnten wir natürlich von Hand mit Schmirgelpapier das wegmachen. Oder wir nehmen einmal deine. Machen einmal kurz oben ein bisschen und dann gehe ich mit meiner nochmal nach. Ich wurde, wie ich hier über dieses Ding immer angeschimpft werde. Und ich sage euch, das ist gut. Oh, hast du jetzt? Ja, lass mal ein Stück geben. Oh. Aber das sieht doch schon gut aus, Björni. Gut, kann ich nochmal? Ne, jetzt mache ich einmal hier mit wieder. Ja. Mit meinem. Ja, die riecht geil aus. Als ob der ein Kreuzschliff macht. Also ich finde das perfekt. Wenn ihr jetzt hier guckt, hier sieht man, das ist gleichmäßig. Und was der Björn meint, hier siehst du ein bisschen mehr, wie es noch ein bisschen dunkler wird. Siehst du, kannst du überhaupt mit der, kannst du mit der Kamera überhaupt einfangen? Ja. Das war jetzt der Vorschliff, ne? Jetzt haben wir einen Kreuzschliff wieder reingemacht. Und jetzt über die Flexon-Bürste, die nenne ich die, die nehme ich eigentlich eher so Klobürsten. Mhm. Das ist dieser Finish-Bürste. Damit glätten wir die Oberfläche. Wir sehen fast nichts am Unterschied. Nochmal von vorne. Kübe mache ich. So, und jetzt. Boah, geil. Jetzt. Komm mal näher. Wir müssen einen Klangtest machen. Ja. Es sieht fast gleich aus, aber trotzdem ist es ein Riesenunterschied von der Oberfläche. Toll! Du? Ich hab grad eine Idee. Du machst einmal kurz sauber und ich hole noch mal ein Spezialwerkzeug. Okay. Ja. Das hätten wir ja, glaube ich, damals zu Anfang der Videoreihe auch nicht gedacht. Wir haben ja den Motor laufen hören und er hörte sich ja, nachdem wir mit dem Mengenteiler den Fehler gefunden haben, gut an. Und dann kommen natürlich Sachen ins Spiel, die man erst bei der Probefahrt feststellt, wenn man so einen scheuen Fund, nenne ich es mal, kauft. In dem Falle Getriebeschaden,
Kopfdichtungsschaden. Ja, und das sind jetzt halt alles Sachen, die man dann beim Auto macht, wenn er das erste Mal wieder auf der Straße war. Und jetzt in dem Fall haben wir nachher auf jeden Fall ein Teil, oder für mich, ich nenne es einen überholten Motor, weil er alle beweglichen Teile innen drin neu bekommt, die groß verschleißen können, sprich Kolbenringe. Und ich sehe den Motor nachher wieder nahezu 0 Kilometer an. So würde ich das sehen. Freue ich mich riesig drüber. Weil wenn wir jetzt schon drüber gucken, ich weiß ja nicht, was der Björn jetzt noch für ein Spezialwerkzeug holt. Ich habe das jetzt nur einmal mit dem Lappen grob ausgeputzt. Und das sieht aus, als ob wir den Block gerade frisch gewohnt haben. Wenn wir jetzt alle 5 Zylinder angucken uns, sehen die einfach toll aus. Man sieht nichts mehr von diesen Flecken im vierten Zylinder-Diamate. Alles schick. Ja. Geil. Was ist das, ein Haarlineal, was abgeflext wurde? Nein, das ist extra, das nennt sich Schaber. Das ist hier oben drauf, ist eine Hartmetallplatte drauf gelötet, geschweißt. Die ist geschliffen, das ist ein Schaber und damit kann ich einfach ganz krass, wie du siehst, den Dreck runterkratzen. Bei der alten Zylinderkopfdichtung. Genau. Deswegen sage ich Planschleifmaschine für die Hand, weil guck mal, wie schön sauber du da machst. Das Einzige hier zwischen musst du aufpassen, weil wenn du verkantest, machst du relativ schnell Macken rein. Und dann nimmst du an einer Seite zu viel. Wir kratzen wirklich den ganzen Dreck ab. Die alte Dichtungsreste, den Rost, kriegen wir damit weg, ohne dass wir so richtig vom Material was wegnehmen. Weil wenn du normalerweise eine Flex nimmst, eine Schwabbescheibe, was auch immer, nimmst du ja auch immer das Metall weg. Und jetzt sieht man sogar die Effekte, die alten, wo da ganz früher im Werk geplant worden ist, sieht man ja immer. Das, was glänzend ist, guckt raus, was dunkel ist, ist tiefer. Und ich schab hier drüber und natürlich nehme ich nur das weg, was original mal so die oben drüber stand. Deswegen, ich kann das nur empfehlen. Gut, jetzt habe ich noch eine Frage, das war ja unsere Zylinderkopfdichtung. Ist kaputt. Die ist ja weggebrannt und hier sogar faltig geworden, hatten wir ja gesehen. Vierte Zylinder, jetzt muss ich mal selber gucken. Doch hier irgendwo, da sieht man es. Die ist so richtig eingedellt. Die war ja kaputt. Das ist eine originale Kopfdichtung vom 10-Ventiler Turbo. Jetzt habe ich mir hier mal eine Dichtung rausgesucht vom 20-Ventiler Turbo. Und welcher Hersteller? Das ist ein billiger Hersteller, ist nur zum Testen. Das ist eine Ayusa. Oh, die kommt da nicht drauf. Ich verspreche es dir, es wird eine Victor Rheins. Gut. Aber jetzt guck mal. Passt. Die passt und die kann ich auch benutzen. Passt. Ne? So, nun sind wir am Zylinderkopf. Als allererstes, wir hatten ja die Einschläge auf dem Kolben im ersten Zylinder. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Ja. Da waren die Hülsen beschädigt. Mittlerweile sind die neuen Hülsen alle da. Ich habe übrigens mal alles neu gekauft. Also der Kopf ist jetzt komplett zerlegt. Jetzt willst du den Kopf gerne mal von unten sehen, richtig? Genau. Hier sind auch schon neue Dichtringe auf den Zerstörern. Kolben abgemacht, ne? Richtig. Eingeben, einkolben. Also, sieht gut aus, auf jeden Fall. So, ich nehme ein Einlassventil, pack's da rein und gucke vom Gefühl so ein bisschen. Das ist zwar ein bisschen subjektiv, aber jetzt habe ich das so oft gemacht, das ist okay. Jetzt nehme ich das Einlassventil, nicht das Auslassventil, das Einlassventil, weil das Einlassventil ist ein bisschen dicker als das Auslass. Wieso ist ein Auslass dünner als das Einlass, Micha? Oh, jetzt bin ich gerade wegen der Hitze, weil sich das ausdehnt? Ja! Oh. Aber wenn ich jetzt das hier vergleichen würde, dann wackelt dieser Auslass mehr als das hier. Aha. Aber ich weiß nicht, ob es die Führung ist oder das Ventil ist. Deswegen, wenn ihr sowas prüfen wollt, nehmt das Einlassventil und packt es auch ins Auslass rein. Hier sieht man, also ich behaupte minimal mehr Spiel als hier, aber voll im Rahmen. Jetzt gehst du einfach mal hier durch, das ist so eine subjektive Testsache, das reicht aber vollkommen. Wie viele Kilometer lief der bis jetzt? Um Tacho stehen 245. Ja, also dann braucht man sich nicht fragen, ob die jetzt wirklich neu müssen. Das sieht gut aus, Führungen sind gut. Ventile sehen auch gut aus. Das sind noch verchromte Ventile. Meistens sind nur die Auslassventile verchromt, weil die eine höhere Belastung haben. Die Einlässe nicht. Aber das sieht gut aus. Schleift die nochmal ein oder wie macht es? Ich schleife die nochmal ein. Ich würde sie nochmal mit feinem Schmirgelpapier einschleifen, aber sonst sieht es okay aus. Der Sitz sieht nicht ganz so schön aus, aber ich würde es einfach antesten mit einschleifen. Und wenn es gleichmäßig grau ist, dann ist es in Ordnung. Ne? Wenn du irgendeine Stelle hast, wo auf einmal so nichts passiert, dann würde ich dir empfehlen, nochmal rüberzukommen, dass wir so ein paar Sitze nachschneiden. Leichte Risse haben wir hier, aber das haben die alle dazwischen. Ja. Warum und haben die, guck
muss ich einmal ablegen, warum haben die 1,9er TDI-Motor, TD-Motoren das gehabt? Golf 1,6er? Ja, Busmotoren, zum Beispiel ein T3-Bus. Wenn die da gerissen waren, war kaputt. Ich habe noch nie einen Kopf abgehauen, wo die Risse nicht drin waren. Wenn die Risse von der Vorkammer zum Auslass dort oder meinst du zwischen den Sitzen? Zwischen den Sitzen. Da gab es irgendeine VW-Norm, dass wenn der Riss so breit ist, dann ist es okay. Und wenn der Riss breiter geworden ist, dann ist es nicht mehr okay. Genau, so kann es. Also ist schon lustig, wie das. Der ist ein bisschen breiter hier, aber wenn du kein Wasserproblem damit hast, ich würde es probieren. So, das ist also gut. Ventile sind auch gut. Hier sieht man jetzt ganz klar, dass hier die Kopfdichtung durch war. Mhm. Ne? Dass diese, warte mal, so rum. Das war ja die Stelle, wie durch ist, das sieht man ja richtig. Das Gräuliche dort, das Bräunliche. Und auf der Rückseite, jetzt klappe ich mal hoch, Rückseite dort, wo es so wellig ist, ist genau der Bereich am Kopf, wo dort es nicht getragen hat. Also ganz klar, da kam das Wasser durch. Wir hatten ja im letzten Video die Diskussion, aber habe das auch gezeigt. Ich habe unsere Zerstäuber hier sauber gemacht und die haben alle eingespritzt. Der eine macht so ein bisschen feiner, der andere macht es ein bisschen mehr im Strahl. Aber er spritzt ja quasi eh nur vor das Einlassventil. Ja. Das von daher, ich sage auch, das Gequalme und warum der Zylinder so schmutzig, so, so trocken war, weil das Wasser halt da drin verdunstet ist. Guckt mal, vielleicht siehst du es, ich schabe so drüber. Mhm. Er nimmt rechts und links davon und in der Mitte ist es immer noch schwarz. Dieser schwarze Kanal wird sozusagen immer deutlicher. Das heißt, dort ist ja richtig das Material eingefallen. Das will ich auf jeden Fall planen. Perfekt. Gut. So, wie immer darf ich euch natürlich auch ein bisschen was erzählen. Ich habe in der Zwischenzeit dann die Ventile eingeschliffen, mit der Paste natürlich, und habe das auch schon wieder ein bisschen zusammengebaut. Also wie ihr seht, sind unsere Ventile wieder drin und die Nockenwelle drin und die Hydros drin. Lagerböcke sind fest. Den Kühlwasserflansch habe ich auch schon dran, den Zündverteiler habe ich in der Zwischenzeit schon wieder drin. Ja, unsere Zerstäuber sind auch alle schön wieder drin. Ja, jetzt gehen wir mal rüber zum Pieper. Der überprüft das Ganze nochmal mit seinem Vakuumgerät, ob unsere Ventile auch gut abdichten, was ich da so eingeschliffen habe. So, 3 Stunden später bei Pieper angekommen. Gucken wir jetzt mal, was er hier so treibt. Hier haben wir einen Vakuumtester. Ne? Guck hier rauf, wenn ich den Finger auflege, gibt es ein Vakuum. Ha, das sind so 0,95, ja. Und wir brauchen mindestens 0,85 Unterdruck, so als Empfehlung. Ne? Mhm. Das gucken wir mal. Du hast eingeschliffen? Ja. Und du meinst, es wäre dicht? Ich hoffe es. Ich meine, ich bin ja jetzt kein Experte, ne? Nicht perfekt. Nicht gut. Sehr gut. Oh. Vielleicht müssen wir den drehen. Das kann sein. Sagen. Deswegen habe ich extra das Nockenwellenrad mitgebracht hier mit Schraube. Oh. Wir nehmen einen Stift und markieren immer, was okay ist. So, das laufen tun, ja. Oh. Dicht. Super. Bekommt ein goldenes Abzeichen sozusagen. Dicht. Nicht dicht. Hier müssen wir mal drehen und gucken, ob es besser wird. Ja, würde ich sagen. Es gibt noch einen Trick dabei. Drehen wir mal am Rad, ja. So, du musst jetzt einmal hier dran halten. Das kann ich. Huch, der Wagen haut an. Naja. Also ich finde es nicht gut. Okay. Also den ist leider noch nicht so ganz so. Okay, ja, das kann man ja nochmal nach. Schnell leider mit montieren. Jetzt dreh mal bitte, weil jetzt müssen wir. Einlass ist dicht. Einlass ist dicht. Einlass ist dicht. So. Dann dreh mal weiter. Hält das? Ja. Oh, oh Mann, ey. Ey, den ganzen Pieper demoliert hier. Oh, ja, siehst du? Und jetzt nochmal weiter drehen. Hat man den schon? Nee, den hat man noch nicht. Warte, halt mal. Mhm. Kloppen wir wieder. Du hältst hier dran. Weißt du, wie viel du dran halten musst und ich dazu schlage? Mhm. Falls da Krümmel drin sind, saugen wir die jetzt weg. Aha. Das sieht total abenteuerlich aus, ne? Ja. Ist aber voll in Ordnung. Okay. Siehst du, da haben wir. Aha. 0,9. Boah, geil. So, und jetzt noch den letzten. Einlässe sind alle dicht. Ja, das super. Ist schon mal gut. Das ist doch gut.
Leider. Na gut. Es sind alle gut. Mhm. Außer der. Der ist nicht so gut. Und von meiner Empfehlung würde ich sagen, mach den leider noch mal raus. Da warst du zu schnell. Na gut. Weil notfalls schneiden wir den einmal nach dem Ventilsitz. Mhm. Oder du kriegst noch ein bisschen eingeschiffen. Mhm. Willst du sofort hier machen? Ja. So, der Björn hat das Ganze nochmal nachgeschliffen. Ja, hier. Wahrscheinlich kann man es nicht scharf genug sehen, oder? Oh doch, das sieht man. Eben war nämlich hier und hier, so daneben war ein bisschen anderer Grauton. Das wusste ich, das ist da undicht. Mhm. Also habe ich jetzt ein bisschen mehr eingeschliffen. Und jetzt ohne Federkraft, weil die anderen haben wir ja mit Federkraft. Boah, geht. Ey. Na? So, ich würde mal sagen, haben wir erfolgreich gemacht. Viel Erfolg beim Zusammenbauen. Danke. Ich würde sagen, wir machen dann erstmal an unserem Block weiter und setzen mal die Kolben ein. Ja, als nächstes bauen wir unsere Kolben ein. Dazu habe ich mir den hier mal ein bisschen in den Schraubstock eingespannt, denn wir müssen ja hier erstmal unser Kolbenspannband drüber setzen und das geht auf diese Art und Weise einfach am besten. Ganz wichtig natürlich, mit dem Öl nicht sparsam sein. Ne? Jetzt wollen wir hier erstmal schön einquasten das Ganze. Natürlich unser Kolbenspannband auch. Und dann gehen wir hier vorsichtig drüber. Jo, so ist das gut. Dann ziehen wir das zusammen, bis nicht mehr geht. Das war's. Und jetzt gehen wir rüber an unseren Motor. So, die Zylinderwände habe ich natürlich auch schon mit Öl benetzt. Ja, was noch ganz wichtig ist natürlich. Na, klemmt gern ein bisschen. So. Ja, ganz wichtig natürlich, dass unsere Lagerschale da auch richtig drin sitzt. Immer ganz wichtig, mit der Nase da rein. Geht ja natürlich auch nicht anders, ist aber nicht bei jedem Motor so. Hier auch einen ordentlichen Klecks Öl rein. Schön ein bisschen verstreichen. So, jetzt natürlich ganz wichtig, schauen, wo der Pfeil ist. Da. Also, das heißt, nach vorne. Der Zapfen von der Kurbelwelle ist natürlich ganz nach unten gedreht. So geht es wirklich am einfachsten. Dann setzen wir das hier drauf. Natürlich ganz wichtig, erstmal bündig hier ein bisschen anschlagen. Das Ganze nochmal ein bisschen nachspannen zur Sicherheit. Ja. Ist noch einer gegangen. So. So, wunderbar. Gut, und jetzt bin ich mittig auf meinem Kurbelwellenzapfen angekommen. Jetzt kommt natürlich hier die Verschraubung unten dran, unser Bügel. Jo, unsere 5 Kolben sind drin. Jetzt würde ich sagen, drehen wir das Ganze doch einfach mal durch. Ja, geht auf jeden Fall schön leicht, so wie es auch sein soll. Ja, keine Riefen, sehr gut. Also können wir mehr oder weniger unseren Kopf draufbauen. Schönen guten Tag. Heute bin ich nur der Kameramann für den Julian. Ich habe ihm aber gerade über die Schulter geguckt und bin ganz erstaunt, wie weit der Drehseil denn schon ist. Mhm. Julian, was kannst du uns erzählen? Was hast du schon alles gemacht? Ja, zuletzt haben wir eigentlich gesehen, dass die Kolben jetzt drin sind und dass ich dann die Ölwanne drunter baue, die ja auch schon drunter ist. Können wir ja mal schnell drunter von gucken. Die uns der Ralf da auch wieder schön neu gemacht hat. Ja, und der Kopf hat mittlerweile auch seinen Weg da wieder reingefunden. Und ich sehe unsere ARP-Bolzen. Hier drin sieht man sie, sind sie drin. Mhm. Da sind wir ja beim Thema Tuning. Ich habe ja gesagt, dass ich weiß, die Dinger können auf jeden Fall mehr Druck ab und haben nicht diese Lenkung. Fahre ich ja im 20V auch immer, wenn die getuned sind. Und somit, weil dieser Motor auch leistungsstark ist, habe ich mich dafür entschieden. Plus die 20V Metalllagenkopfdichtung von Rheins. Und Victor Rheins. Und jetzt hast du schon alles festgezogen. Alles fest. Geil. Ja, jetzt können wir den ganzen Spaß wieder zusammenbauen. Ja, was ist passiert in der letzten Zeit? Ich habe, wie ihr seht, hier den Abgaskrümmer inklusive Turbolader schon eingebaut. Und dann war ich unterm Fahrzeug schon ziemlich fleißig. Ja, wie ihr vielleicht seht, hier liegt immer noch unsere Kardanwelle auf dem Boden und das hat auch einen Grund. Und zwar haben wir ja hier unser Mittellager immer noch defekt. Da müssen wir noch ein neues organisieren und ich habe das jetzt einfach mal draußen gelassen. Und zwar haben wir hier unser Torsen hinten dran. Das haben wir ja gewechselt, also wir hatten noch ein altes übrig. Das haben wir quasi zugeschweißt, damit wir jetzt Frontantrieb haben.
Das ist natürlich praktisch für den Prüfstand, weil der Marco muss das ja einfahren. So wie er es gerne macht. Ja, deswegen habe ich das verbaut. Also sprich, wir haben jetzt ein reines Frontantriebfahrzeug. Deswegen liegt auch unsere Kardanwelle hier noch auf dem Boden. Der Auspuff ist mittlerweile auch schon wieder drin. Ja, Vorderachsträger ist drin. Unser Anlasser ist drin. Ja, was jetzt hier noch fehlt, sieht alles noch sehr wüst aus, ich weiß. Das da. Was ich auch noch gemacht habe in der Zwischenzeit ist, wie heißt das Ding noch? Ach ja, genau, Zahnriemen heißt das Ding. Ja, also den Zahnriemen habe ich aufgelegt, um das Ganze mal zu überprüfen, ob meine Steuerzeiten auch stimmen, was sehr gut aussieht. Ich nehme mal hier schnell den Kühler weg. Da sieht man es ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob man die Markierung sieht. Das ist unsere OT-Markierung hier unten auf der Kurbelwelle. Hier oben habe ich mir einen zusätzlichen gemacht, denn der eigentlich offizielle ist eigentlich ja hier. Also das passt soweit auch. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist unsere Markierung auf dem Zündverteiler. Also das passt auch. Guckt euch mal an, wie schön Ralf das hier lackiert hat. Das sieht aus wie neu, besser wie neu sogar. Ja, diesmal nicht in Schrumpellack. Diesmal in hochglänzend. So, neue Woche hat begonnen. Weiter geht's am Treser. Der Julian hat sich eine dumme Zeit gesucht. Der macht gerade einen Umzug und baut seine Küche auf. Julian, tut mir leid. Den ersten Start schicken wir dir natürlich per Video, oder du siehst es hier. Zusammengebaut hat er gesagt, Marco, ich habe alles gemacht, Wasser aufgefüllt, Öl ist drin, Kerzen sind raus. Hier liegen unsere Kerzenstecker, Orgel erstmal auf Öldruck, dann Kerzen rein. Dann wollen wir den ersten Startversuch schauen. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt hier mal Licht an, behalten die Öldruckanzeige im Auge. Zündung ist an, auf geht die Fahrt. Das dauert schon sehr lange, ne? Nein, da kommt der Öldruck. So, das ist ganz wichtig. Für mich, wenn man so einen Motor komplett zerlegt hat, dass wir den ganzen hier auf Öldruck orgeln. Und ihr habt gesehen, das funktioniert. Zündung aus, Zündung an, dann war wieder kein Öldruck. Ich starte nochmal neu durch, jetzt müsst ihr direkt Öldruck haben. Zack, da ist der Öldruck. Der Jan schraubt jetzt mal eben die Kerzen rein. Wie ihr auch in dem Video gesehen habt, Ventildeckel ist neu lackiert, Zahnriemenabdeckung ist neu lackiert, die Ölwanne wurde neu lackiert. So, Kerzen hat der Jan reingeschraubt. Sicherung von der Benzinpumpe machen wir jetzt rein. Ist drin. Das heißt, jetzt müsste der Motor rein technisch gesehen alle Mittel vorhanden haben. Zündfunken haben wir, Sprit haben wir, Kompression, Öldruck haben wir. Auf geht's, wir probieren nochmal, wie er startet. Du bist von außen bereit, Micha? Ja. Ihr steht 10 Schritte zurück, kann eine ganze Menge passieren. Kann echt was passieren? Ja, Diagnose Motorschaden, oder? Marco. Ein Dichtring-Lenkschalter müssen wir nach im Nachhinein ersetzen, sonst geht's. Aber hör mal. Läuft. Motor komplett zerlegt gewesen. Ihr habt gesehen, wieder alle Bestandteile waren raus. Es gibt so Kleinigkeiten, so eine leichte Undichtigkeit am Lenkteiler. Aber guck mal, wie leise und rund, ja. Direkt auf Anhieb sauber. Geil. Das ist ganz, ganz leicht undicht. Damit können wir aber jetzt erstmal hochheben. Heben wir einmal hoch. Jetzt gucken wir, ob von unten alles dicht ist. So, von unten ist auch alles dicht. Türen haben wir auch schön gemacht. Getriebe haben wir gewechselt. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Hier seht ihr frische Dichtmasse am Torsen vom Getriebe. Und wenn du da reinleuchtest, siehst du keine Kardanwelle. Siehst du das? Ja. Das heißt, wir haben derzeit ein frontangetriebenes Auto. Was bedeutet das, Micha? Prüfstand. Im nächsten Video machen wir Einfahren und Abstimmen. Bis dahin. Ciao.